Hallo, Herr Mastro Giovanni. Wir werden bei Ihnen im DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel Leistung, Verbrauch und Emissionen gemessen. Hallo, Herr Dietrich. Bei uns im DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel in Groß-Umstadt haben wir 2017 den neuen Rollenprüfstand für schwere Fahrzeuge in Betrieb genommen. Und mit diesem modernen Messtool sind wir in der Lage, an Traktoren und auch an schweren Nutzfahrzeugen die Leistung, den Kraftstoffverbrauch, den AdBlue-Verbrauch und auch die Emissionen im Betrieb zu messen. Und der Riesenvorteil, den wir damit haben, den Powermix von der Straßenfahrt unter widrigen Bedingungen auf den Rollenprüfstand zu verlagern, wo wir unter gleichbleibenden Bedingungen messen können. Okay, danke schön. Wie sehen Sie die digitale Entwicklung in der Landwirtschaft, prinzipiell eigentlich in der Landtechnik? Die digitale Entwicklung ist natürlich ein Riesenthema. Gerade auch in der Landtechnik ist da noch viel Potenzial vorhanden. Wichtig an der Stelle ist jetzt, dass man auf Herstellerseite entsprechende Normen committet, damit man auch einen gleichbleibenden Standard hat, an dem sich sowohl die Hersteller von den Zugfahrzeugen, aber auch die Hersteller von den gezogenen Fahrzeugen entsprechend untereinander gleich verständigen können. Okay, und sind Sie auch der Meinung, dass Landtechnikmaschinen immer größer und breiter werden sollten? Gut, die Energieeffizienz ist natürlich ein Thema da. Wenn ich eine größere Maschine habe, dann kann ich in der Regel auch gleich mehr Fläche damit bearbeiten. Wir haben aber natürlich bedingt durch die Infrastruktur auch natürliche Grenzen, die mit Brücken, Straßenabmessungen natürlich einhergehen. Und um die Infrastruktur müssen wir uns an der Stelle auch Gedanken machen. Das heißt, immer mehr Achslasten können wir an der Stelle auch nicht garantieren. Und die Abmessungen müssen da natürlich auch eingehalten werden. Vielen Dank für das Interview.